Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese kleine Broschüre mit dem Titel Die Extremismusdebatte, was ist extrem, herauszugeben? Ja, in Bayerischen Bündnissen haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren hat es eigentlich angefangen, immer mehr die Beobachtung gemacht, dass Aktivitäten der Rechten, der extremen Rechten, zusehends verschwiegen werden in der Öffentlichkeit und dafür Aktivitäten von linken Gruppen, egal welchen Couleurs, hochgespielt werden. Das hat sich besonders in den letzten Verfassungsschutzberichten auch gezeigt. Und hinzu kam von der Bundesebene herunter, dass die Familienministerin Schröder ja im letzten Jahr die Ankündigung gemacht hat, dass Programme gegen Rechtsextremismus, also gegen diesen sogenannten Rechtsextremismus, auch gegen Linksextremismus anzuwenden wären. Und wir sehen darin zum einen eine gewaltige, in diesem Vergleich links-rechts, eine gewaltige Vereinfachung der rechten Szene, beziehungsweise ein Verschweigen der rechten Szene, ein Ablenken von der rechten Szene, wie sie bei uns geschieht. Und die Bündnisse, die nordbayerischen Bündnisse sind also vorrangig, haben vorrangig zum Ziel, das Auftreten der Neonazis, der extremen Rechten hier in Nordbayern zu unterbinden. Das war also unsere Motivation für diesen Flyer. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, dass mit dem Regierungswechsel in Berlin von der CDU-CSU-FDP-Koalition ein Programm gegen Linksextremismus im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Gibt es denn in Bayern speziell schon staatlich finanzierte Projekte gegen, in Anführungsstrichen, Links? Ja, Musterbeispiel tut sich zurzeit auf höchster Verfassungsschutzebene, beziehungsweise innenministerieller Ebene. Der Herr Innenminister hat ja das bei seiner Veröffentlichung des letzten Halbjahresberichts jetzt im August auch angekündigt, dass hier diese Plattform gegen Rechtsextremismus erweitert wird, gegen Linksextremismus. Und das sind also staatliche Gelder, die hierfür verwendet werden, wobei da noch dazu kommt, dass hier dem Verfassungsschutz eine Bildungsaufgabe zugeschrieben wird, die er qua Gesetz gar nicht innehaben darf. Das kommt noch dazu, das Problem. Jetzt sind ja einige konkreten Forderungen genannt in dem Flyer, der von den nordbayerischen Bündnissen gegen Rechts herausgegeben wurde. Da steht zum Beispiel drin, wir werden uns auch in Zukunft gegen die Gleichsetzung von links und rechts und ähnliche Gleichsetzung aus der Extremismustheorie wenden. Da steht aber auch drin, wir können uns bei der Beobachtung und Einschätzung der neonazistischen und rechten Szene auch in Zukunft nicht auf die Beobachtungen und Einschätzungen staatlicher Behörden verlassen. Jetzt ist ja eine Informationsquelle für Antifaschistinnen das AIDA-Archiv in München, was ja auch im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Wie stehen denn die nordbayerischen Bündnisse da dazu? Wir halten das, was gegen AIDA sich im letzten Jahr getan hat, dass AIDA plötzlich im Verfassungsschutzbericht auftritt, für schlichtweg eine riesengroße Schweinerei, Entschuldigung den Ausdruck. Hier maß sich das Innenministerium, beziehungsweise unter dem Vorwand, es vertrete die demokratische Mitte an, über Organisationen zu urteilen, die Nazis in unserem Land beobachten. Und weil sie Nazis beobachten, werden sie in die linke Ecke gedrängt. Das gleiche gilt für die VVN, für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Da soll jetzt auch plötzlich die Gemeinnützigkeit entzogen werden, so wie es bei AIDA geschehen ist. Hier wird ganz massiv seitens des Ministeriums gegen Gruppen gearbeitet, die sich die Aufdeckung von Neonazis in unserem Staat zur Aufgabe gemacht haben. Dabei wird mit Mitteln vorgegangen, die also teilweise unserem Rechtsstaat de facto widersprechen. Wie groß ist denn der Einfluss der staatlichen Stellen auf Bündnisse, die sich gegen rechtsextreme Umtriebe wenden? Indirekt gibt es also über die Kommunen, haben wir eine ganze Reihe an Beispielen. So hat über die Kommunen und auch direktes Eingreifen des Innenministers
auf Bündnisse. Ich kann da ein Beispiel Bamberg nennen. Im letzten Jahr sind mindestens 4 Briefe zwischen Herrn Herrmann und dem Vorsitzenden des Bamberger Bündnisses hin und her gegangen, in dem der Innenminister dem Bamberger Bündnis vorwirft, es wäre linksextrem unterwandert, weil die VVN da mitarbeitet. Und so wird also indirekt dann auch über die Kommunen, zurzeit haben wir das Beispiel in Forchheim, die Nazis sind, also NPD-Gruppe ist am 24. Juli in Forchheim aufgetreten. Wir haben 2 Tage vorher diesen Auftritt veröffentlicht und die Stadt Forchheim hat nichts weiter zu tun, als diesen rechten Auftritt zwar zu registrieren, aber Aufgabe wäre es, gegen linksextrem vorzugehen. Die CSU in Forchheim macht sich da ganz groß raus, ganz toll raus. Sie machen ein Bündnis gegen Linksextremismus und die Rechten dürfen marschieren und da sagt keiner was. Das sind also die direkten Einflüsse, die vom Innenministerium her laufen und teilweise auch über die Kommunen selber laufen, wo dann die Kommunen Einfluss nehmen wollen auf die Politik der zivilen Bündnisse gegen rechts. Jetzt gibt es ja antifaschistische Gruppen, die deswegen auch als linksextreme Gruppen von der Staatsregierung bekämpft werden, weil sie halt eben eine andere Gesellschaft anstreben. Jetzt haben ja die nordbayerischen Bündnisse gegen rechts sicherlich auch schon Erfahrungen gemacht mit linksradikalen Gruppen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Also zunächst einmal würde ich sagen, steht hier Demokratieverständnis dahinter. Demokratie ist kein abgeschlossener Vorgang, sondern Demokratie geschieht in Entwicklung, im Weiterdenken. Die Demokratie, die wir heute haben, das Grundgesetz wurde weit über 100, 200 Mal bereits seit den Inkrafttreten geändert, als Anpassung an neu sich ergebende Fakten, gesellschaftliche Änderungen und so weiter. Also Demokratie ist nie ein abgeschlossener Prozess. Und deswegen ist es nötig, auch weiterzudenken. Und nach dem Grundgesetz ist zum Beispiel eine Kapitalismuskritik in keinster Weise untersagt. Und in dem Moment, wo sich das Bayerische Innenministerium oder die Verfassungsschutzämter, voran Bayern, anmaßen, jegliche Kapitalismuskritik als linksextrem zu bewerten bzw. einzustufen, begehen sie damit eigentlich einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Und linke Gruppen oder Menschen, die hier Demokratie weiterdenken, Kritik üben an dieser Demokratie, sind doch deswegen keine Verfassungsfeinde. Im Gegenteil, sie stärken demokratisches Verhalten. Vielleicht noch ganz kurz eine Bemerkung zu diesen Straftaten, die da immer wieder von Gewalttaten, Straftaten, linksextrem und so, die immer wieder durchs Innenministerium angeführt werden. Wir haben keine Möglichkeit zu prüfen, was hier wirklich bewertet wird, was hier von den einzelnen Polizeipräsidien weitergeleitet wird, gemeldet wird an Straftaten. Wir haben zum Beispiel in Bamberg nach dem Parteitag der NPD im Juni habe ich erfahren, dass ca. 80 Anzeigen bei der Bamberger Polizei allein eingingen wegen also Schmierereien an Schaufenstern von der rechten Seite her oder Zerstörung von Plakaten, Transparenten des Bamberger Bündnisses während des Parteitags, Farbanschläge und so weiter. In diesem Bericht, im Halbjahresbericht, steht kein Ton davon. Da steht über den NPD-Parteitag nur, dass sie sich mit der TVU vereinigen wollen. So wird die Sache in der Öffentlichkeit dargestellt. Und das sind deshalb zweifeln wir diese Statistiken, die das Innenministerium hier macht und veröffentlicht, aufs Größte an, weil wir hier einen ganz anderen Einblick haben. Und nachweislich, zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir 3 Morddrohungen in Nordbayern gegen Antifaschisten, gegen Leute, zum Beispiel auch SPD-Mitglieder von Seiten der Rechten. Und das wird alles verschwiegen. Und deswegen sind wir sehr kritisch bei all den Zahlen und so, die hier vom Innenministerium genannt werden. Dahinter steht Taktik. Eine Taktik gegen links und ein Verschweigen der Rechten.